Wir öffnen drei, komm. Ja, na sicher, kann man schon mal machen. Drei Öffnungen sind ja praktisch keine Öffnung, wenn man so will. Und ich sehe keine Bambu. Biber, du alter Gönner! Hey there, bro. Mikasa ist Sukasa. Daddy's home. Welcome home. But come on, I can't even feel my right hand after all that, you know? What's up? He can't feel his right hand. Me too, but what? Hey. Daddy, come on, I'm talking about that KYC request. No problem, fuck it. Let Daddy help. Wolf of Daddy's skin. It was love, Daddy's skin. Let's check it out. Boom, baby. Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Daddy Skins Video. Wir wurden wieder aufgeladen, $550 sind am Schniesel und es kommen wie immer folgende Worte vorweg. Gambling ist ab 18. Macht das bitte nur, wenn ihr eben mindestens 18 Jahre alt seid und auf euch und euer Geld aufpassen könnt, wenn ihr ein Gefühl dafür habt, für Geld. Wenn ihr das Geld nicht einfach so rausschmeißt, sondern sagt, komm, ich habe jetzt heute 50 Euro, die snack ich mir, die verbrenne ich oder ich ziehe was raus, je nachdem, was es wird, mal gucken. Aber es ist nicht schlimm, wenn es weg ist, weil das muss man beim Gambling immer im Kopf behalten. Es ist die Chance auf jeden Fall da und die ist nicht klein, dass man seinen Einsatz halt einfach verliert, ne? Und leer ausgeht oder halt mit nur ein paar Cent. Also behaltet das bitte immer im Kopf. Wenn ihr euch dann nicht safe fühlt, aber trotzdem gerne reingambelt, dann schaut gerne hier bei mir zu. Ich bekomme das Geld immer aufgeladen, daddel ein bisschen für euch rein. Ich ziehe leckere Sachen raus, die wir dann in den Livestreams raushauen können. Also einfach mit an den Start kommen. An alle, die dennoch über meinen Link oder über meinen Code Bubbler eingezahlt haben oder einzahlen werden, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Durch euch läuft die Partnerschaft natürlich überhaupt erst. Dankeschön dafür. Kuss geht raus und los geht's! Und denkt dran, falls ihr Hilfe bei der Glücksspielsucht braucht, dann schaut bitte in der Videobeschreibung nach. Dort habe ich eine Seite verlinkt und da gibt es auch eine Nummer, die man anrufen kann, wenn man Probleme hat. Let's go! Heute werde ich mir im Speziellen die Partnerkisten anschauen und ich werde auch nachfragen, ob wir auch eine eigene Kiste bekommen. Eine Bubbler-Kiste. Die muss eigentlich schon drin sein, Daddy Skins, ich bitte euch. Der Übersichtshalber beginne ich hier oben links und gehe dann langsam durch, wobei ich dann stark aufs Geld gucken muss, dass wir da nicht zu schnell uns, ja, über los hinaus schießen. Also, Snack Toast, die haben wir schon mal geöffnet, die Kiste, ich erinnere mich. Ich mache die jetzt auch nur einmal oder einmalig die Kisten auf. Ja, werde ich jetzt nicht im Verbund machen, gerade wenn die so teuer sind. Und wir holen das aber. Boom. Also ich meine gut. Ja, Moment. Ein Roll ist ein bisschen teurer sogar als das. Aber. So an sich geht es natürlich schon klar. Auf jeden Fall. Eine Code Red ist geil, auch für die Giveaways. Die hier wäre natürlich auch nice. Ich gehe direkt in die nächste. Noch ein ganz kurzer Einschub. Da viele von euch natürlich über die Zeit schon einiges eingezahlt und auch benutzt haben, sollte man auf jeden Fall bei den Giveaways vorbeischauen. Auch hier oben auf der Main Page bei diesem Ding hier, wobei das etwas arg krass ist. Ne? Da muss man mindestens $3000 gespendet haben, um hier reinzukommen oder rein zu dürfen. Aber wenn man auf Giveaways geht, dann sind die auf jeden Fall auch kleinere dabei. Da sind die Bedingungen eben nochmal deutlich geringer. Also insgesamt 200 ausgegeben und 70 aufgeladen und ich denke, das zählt für die meisten, dass ihr das so gemacht habt und dann gibt es immer noch mal größere Giveaways, also vergesst das bitte nicht, wenn ihr schon hier reinballert und auch gut Geld da lasst, dass ihr eben auch in die Giveaways reingeht, ne? Das ist ganz wichtig, also, ne? Weil sonst geht euch dann womöglich was durch die Lappen. Auch immer wieder schön in die Freecase reingehen, meine Damen und Herren, denn kostenlose Sachen nimmt man gerne mit. So, weiter geht's. Ich werde jetzt also einmal diese Grimcase öffnen und ich hoffe natürlich ganz feste auf was Dickeres, beziehungsweise da ist natürlich sehr viel Leckeres drin. Wir drücken einfach mal ganz fest in die Daumen und hoffen, dass was richtig Fettes rauskommt. Oh, ich habe vorhin gar keinen Daumen nach oben gegeben bei der anderen. Oh. Scheiße. Da wir uns jetzt hier schon gut reingerissen haben, werde ich diese erstmal überspringen. Wir gehen somit zur Predator Case für $58. Das geht ja noch. Man kann jetzt hier auch nach wie vor auf einen 3-Cent-Skin fallen. Das ist natürlich sehr, sehr eklig. Ich werde hier eine öffnen. Und ich... 66%. Gott, das will. Oh. Scheiße. Komm, ich will jetzt auch kein Frosch sein. Die können wir schon noch machen. Aber die größere...
die setzen wir auch erstmal dann nochmal aus und gucken dann erstmal in die kleineren, machen da vielleicht noch mehr auf, weil sonst ist die Partner-Challenge wirklich sehr, 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 sehr kurz. Also hier wird es auf jeden Fall Knife, das ist klar. Ich mit meinem Glück so, oh mein Gott, heute habe ich ja richtig Pech, das Schlechteste, was man haben kann. Also Leute, über die Hälfte schon ausgegeben und so gut wie nichts reingeholt. Die lassen wir, wie gesagt, weg. So, jetzt sind wir wieder bei einer etwas schmaleren Kragenweite angekommen. Und dennoch hast du hier 3,5% schon mit 9 Dollar rauszugehen. Ich mache hier eine auf. Und wenn die nichts wird, mache ich... Was ist denn heute los? Sage mal, ich bin vom Pech verfolgt. Ich mache direkt 3 auf. Also dreimal eine Sand Dune. Unmöglich. Oder vielleicht doch nicht. Mal gucken. Naja, komm. Oh, zweimal. Oh. Heute fahren wir richtig, richtig dick Minus ein. Also da muss ein großer Gewinn kommen, um hier nochmal rauszukommen. Wir gehen bei Sparkles direkt rein. Sparkles, meine ich, hatten wir schon. Da haben wir nämlich diese Sticker rausgenommen. Da mache ich auch direkt 3 Kisten auf. Wir zahlen 22 Dollar und ziehen raus. Ich mache kurz die Augen zu. Ich gucke einfach kurz nicht hin. Achtung, oh ja, 4 Knives von 3 Kisten meine ich jetzt. Ah! Naja, weiß ich jetzt wirklich nicht. Gut, die Blue Lemonade ist ganz in Ordnung. Den Sticker, den werde ich gar nicht mitnehmen. Nee, werde ich gar nicht mitnehmen. Jetzt kommen wir zur Case, die ich vorhin schon angesprochen habe. Und zwar die Bieber Case. Bieber, da erwarte ich natürlich keine Bamboo Forest und auch nicht Pulse, sondern das hier. Ist klar. Wir öffnen 3, komm. Ja, na sicher, kann man schon mal machen. 3 Öffnungen sind ja praktisch keine Öffnung, wenn man so will. Und ich sehe keine Bamboo. Bieber, du alter Gönner. Also das. Wir haben 62 Dollar jetzt hier. Schön, schön reingesnackt. Richtig lecker. Kann die Neo Noir. Ich hatte richtig schmecken. Ich mache nochmal die Augen zu. Und schmeck nochmal rein. Ja. Neo Noir, geil. Sehr gut. Der teuerste, das geht natürlich. Achtung, ich... Oh, Leute. Also ich muss sagen, ich bin schon so ein Hellseher. Ich meine Hellschmecker. Das war jetzt ein bisschen Plus, aber jetzt auch nicht extrem. Mal gucken, ob ich die immer noch schmecke, die Neon oder? Nee, ich schmecke jetzt auf jeden Fall hier die Bamboo Forest. Bah. Thürings, was hast du? Was hast du zu bieten, Alter? Stimmt ja, ich erinnere mich. Wisst ihr was? Wir warten jetzt noch kurz mit dieser speziellen Thürings-Case. Warten wir und gehen auf jeden Fall jetzt nochmal in die Arena. Bekommt 5. Mach ich. Ja, na also, so schreibt man Gewinn. Ja. Mit G am Anfang, so wie Gustl. Na also, komm, jetzt nochmal was Fettes rausgesnackt. So. Oh, die ist, naja, kacke. Egal, trotzdem. Win nimmt man gerne mit. So, dann machen wir jetzt nochmal ein 2 gegen 2. Sind zwar auch jetzt wieder nur 5 Dollar, aber wir gucken mal. Vielleicht kommt ja was Gutes bei rum. Vielleicht hat Mademoiselle irgendwie voll Glück und dann haben wir was total Krasses. So, der ist schon der Erste. Das ist natürlich jemand, der gewinnt nicht viel. Das sehe ich vom Namen her. Und hier kommt nochmal so eine kleine Dame rein. Und da sind... Ich habe mich vertan. Ich habe den Namen falsch gelesen. Ach, Scheiße. Nee. Also, wie kann man sich nur so hart bei einem Namen verlesen? Ich flippe aus. Was haben wir denn hier? Habt ihr das gesehen? Guck mal da. Das ist doch eine Case, die man gerne mal aufmacht, oder? Sag mal. Also, heute ist wirklich... Sag mal. Der hat einen Lama-Cannon-Revolver. Gaune. Oh. Ich habe gar nichts gesagt. Also das, meine Damen und Herren. War schon gut. Auf. Also für, ich habe jetzt 18 Dollar rausgeholt. Und was gezahlt? 5 Dollar? Das war wirklich lecker. Und jetzt kommt der Moment, an dem wir zurückgehen und an der Thürings Case nochmal ein bisschen schnuppern. Ja, riecht gut. Machen wir. Die machen wir. Jetzt holen wir was richtig Dickes raus. Thürings, schon mal vielen, vielen Dank dafür. So, wir zwei, so auf jeden Fall. Kuss geht raus. Oh, Thürings. Hat in der Hand Scheiße gehabt. Weißt du, so... Bläh. Wir werden jetzt mal bei GK68 reingucken. Aha, okay. Sehr schicke Thumbnails, da muss ich auch was abgucken. Gut, die ist jetzt nicht so nice. Aber das hier oben, alter Falter, so mit Sparkles und alles. Mm. Also wer solche geilen Thumbnails macht, der gönnt, glaube ich, auch von seiner Case. Von daher, oh, das ist aber knapp. Das ist sehr, sehr knapp. 24 Dollar rein, 27 habe ich noch auf der hohen Kante. Let's go. GK68, gönnen wir doch einfach mal sowas richtig Dickes. Ich sag mal so, Dankeschön. Also da, ne? Sind wir mit ein klein bisschen Plus doch tatsächlich raus. 24 waren es, ne? Ja. Ich baller jetzt hier im Upgrade noch etwas rein. Und zwar diesen Sticker, das Teil, die hier.
Und die Desert Eagle Naga, die ist jetzt auch nicht wirklich nice. Und gehe auf jeden Fall auch direkt auf zweifach. Also wenn, dann will ich die richtig dicken Sachen. Wir haben letztes Mal schon besprochen, dass diese Roll Under, Roll Over, das soll ein Gefühl erwecken, dass man darauf irgendwie Einfluss hat. Aber eigentlich hast du da keinen Einfluss drauf. Also du hast diese, zum Beispiel bei dieser Nuclear Garden, du hast diese 44% und fertig. Es ist eigentlich egal, wo drauf du gehst. Es soll einem nur dieses Feeling verschaffen, ich könnte da nochmal die Hand drauflegen und sagen, so, wait a minute. Ich habe Bock auf die In Living Color in WW. Hier hätten wir sogar 71% bereits. Holla, okay. Ich habe jetzt halt noch ein bisschen Kleingruschel reingepackt. Das ist natürlich sehr nice für diese ganzen Kacksachen. Also im besten Fall verkauft man gar nichts, sondern wartet halt bis zu diesem Schritt und guckt dann, dass man Stück für Stück die Sachen rausballert, die man sowieso nicht will. In meinem Fall die ich sowieso nicht im Giveaway raushauen will. Und dann macht man dir das Upgrade und holt es natürlich auch. Das ist klar. Ich bin doch heute eher nicht der Lacker, ne? Jetzt hätte ich es ja raufbeschworen, ich Affe. Komm, noch mal versuchen, let's go. Ich hau die CZ rein, denn die sieht echt hässlich aus. Ich hab's mir eben angeschaut. Ist nicht schön, ist nicht schön. Also da muss doch jetzt die Living Color vielleicht. Es geht doch. Geil. Sehr, sehr schön. Das ist eben auch ein Skin, der also mir gefällt halt ultra gut, denn ich hoffe, dass er euch auch gefällt. Dann kommen wir jetzt zur Auszahlung. Schaut mal da, das wurde direkt aktualisiert. Vom Feeling her extra für meine Videos, weil jetzt steht alles in der Mitte. Und ich bin nicht mehr davor mit der Facecam. Das ist sehr, sehr geil. Was ist, wenn ich die Dinge anklicke? Dann steht sie auch in der Mitte. Oh my God. Sehr gut, sehr, sehr gut. Daddy Skins, Doppeldaumen nach oben. Finde ich richtig, richtig nice. So, Dille, ich habe fertig ausgesucht. Wir haben ja einmal die MAC-10 Neon Rider in FN. Dann die Desert Eagle Code Red in Minimal Wear. Dann diese beiden Sticker, die letztes Mal schon nicht gingen. Da werde ich heute noch einmal probieren, ob ich die auscashen kann. Wenn nicht, verkaufe ich die nächstes Mal. Oder packe die in ein Upgrade oder so. Und zu guter Letzt noch die Driver Gloves. Weil ich will euch dann demnächst wieder mit einem, auch wenn es kleinere Gloves sind, egal, mit einem Glove Giveaway beschenken nach dem Knife Giveaway. Und zwischendurch haben wir noch ein insanes AK Vulcan Giveaway. Holy fuck. Aber ja, es wird richtig, richtig geil. Und die holen wir auf jeden Fall auch raus. Somit sind wir bei $99.83 und wir sollten sogar ein bisschen drunter liegen. Eigentlich sollten wir drunter liegen. Schaut mal hier, kriegen wir schon mal $10 praktisch zurück. Dann haben wir hier auch nochmal $3 plus minus, hier legen wir $1 drauf. Ja, und wie gesagt, die zwei gehen vielleicht gar nicht. Müssen wir halt mal gucken. Ich gehe auf Send to Steam und, passt auf, ja, die beiden gehen nicht. Okay, also die werde ich dann nächstes Mal komplett aus meiner Liste heraushauen. Und, Moment, minus 18, stopp. Was ist denn hier los? Ja, nee, halt, warte. Ja gut, alles gut. Ich weiß nicht, warum die jetzt ausgewählt war. Warum ich jetzt hier einfach 27, 26 Euro mehr zahlen soll. What the fuck? Also da kann man sich, das kann man sich ja zum Glück raussuchen. Uff, die Wear bleibt, ne? MW, es bleibt, nach wie vor. Nur nochmal auch für eure Info, ihr müsst hier nicht das vor. Also ich dachte immer, es wäre das Beste ausgewählt. Aber ja, ich könnte hier sogar, ich mach sogar das, dann bekomme ich $11 zurück. Und hier, ich bekomme insgesamt $12 zurück nach dem Ding hier, ne? Wenn wir das ausgecashed haben. Sehr, sehr schön. Ja, dann machen wir das so. Schade, dass jetzt die Sticker nicht gehen. Und wir haben jetzt halt nur drei Sachen, aber dafür direkt drei größere Sachen. Also ich denke, das wird euch gefallen für die Giveaways. Von daher Optimoppel. Hier auch nochmal an der Stelle erwähnt. Diese Sachen gibt es in meinen Livestreams. Ihr müsst auch nicht allzu viel machen. Theoretisch muss euch der Stream halt nur gefallen, weil es ist in den Streams halt so, wenn ihr zuschaut, sammelt ihr unsere Stream-Währung. Also je länger ihr schaut, desto mehr habt ihr und damit geht ihr in die Giveaways rein. Ganz einfach, ihr müsst kein Geld bezahlen, ihr müsst nur da sein. Oder zumindest den Stream laufen lassen im Hintergrund, auf dem Handy, auf dem Tablet oder sonst wo. Und schon könnt ihr in diese ganzen Giveaways halt rein, von denen ich da immer schlabber. So, alle drei Trades kamen bereits an und liegen auf Gustl. Und warten nur auf euch, gesnackt zu werden. Sodele, jetzt folgt noch ein Giveaway und zwar folgendes. Und zwar gibt es für euch diese M4A4 Tooth Fairy zu gewinnen. Man nimmt daran teil, indem man ganz einfach hier unter diesem Video schreibt, ob man schon mal auf Daddy Skins gegambelt hat. Oder ob man die Seite halt einfach nur generell kennt, so irgendwie in die Richtung, also irgendwas auf Daddy Skins bezogenes. Also A, kenne ich die Seite und falls ja, B, habe ich da schon mal drauf gejuckelt. Ich werde dann in einem weiteren Video den Gewinner picken mit diesem YouTube-Comment-Picker und ansagen. Und darunter muss er sich dann melden und sagen, cool, ich habe gewonnen und dann machen wir das mit dem Trade-Link. Also so wie immer halt, so wie immer. Das wäre es dann soweit wieder gewesen. Es hat wieder richtig Bock gemacht, auch wenn ich dick auf den Arsch geflogen bin. Also heute
wollte es wirklich nicht laufen. Da haben wir richtig, richtig auf die Nase bekommen. Aber man kann natürlich nicht immer dick einfahren. Und ich denke, es ist vielleicht auch nochmal, als wenn ich mit Absicht machen würde, zu verlieren. Aber es ist sicherlich auch gut eben, dass solche Sachen auf jeden Fall auch geschehen. Wenn ich ständig gewinnen würde, würde es A, komisch rüberkommen und B, also komisch rüberkommen im Sinne von, was ist da los? Und B, könnte es eben jemanden auch dazu verleiten, dass er sagt, hey, ich glaube, ich gamble jetzt auch, weil da gewinnt man ja nur. Das ist nicht der Fall. Das ist wirklich nicht der Fall. Ich bedanke mich somit wie immer bei euch fürs Zusehen und bei den Partnern jetzt nicht wirklich. Dann kann man da nicht wirklich raushauen, weil ich habe ja nichts Fettes gezogen. War aber trotzdem ganz lustig. Ich hoffe, dass ich auch mal eine eigene Partnerkiste bekomme. Ich hätte sehr, sehr gerne eine. Das wäre wirklich nice. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Wir streamen jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Kommt rein, meine Damen und Herren. Videogames, Skin-Giveaways und so weiter und so fort. Jede Menge Spaß. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.